Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal unter der Brücke der Brennerautobahn in Steinach am Brenner. Da wird noch ein bisschen Bike geserviced und dann geht's gleich mal rauf ins Wipptal. Also bleibt dran, die Aussicht wird besser. Wird sie besser? Ja, hoffen wir schon. Schon sind wir beim Reintreten. Hier am Bach ist es noch relativ frisch, obwohl wir schon mitten in der Sonne sind. Im Panorama nähern wir uns der richtigen Auffahrt. Bis jetzt ist es mehr so eine Transferstrecke, aber bald wird es so richtig hochgehen. Wetter ist mega und Temperatur bis jetzt super angenehm. Das felsige Mini-Zakal von hier gesehen, was so weit weg ist, was da so rausspitzelt, also quasi hier, ist unser heutiges Ziel. Puh! Ja, mega Aussicht hier bei der Auffahrt. Echt sehr, sehr imposant. Und hier geht's weiter für uns. Gerade ist es zwar nicht so warm, dass man reinhüpfen möchte, aber es sieht halt einfach mega schön aus. Wir sind noch im Schatten, aber auch da oben leuchtet die Sonne schon ein bisschen rein. Ja, jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter oben. Die Aussicht ist aber immer noch mega. Ja, genau. Mega. Die Fotografen unter euch, die wissen jetzt wahrscheinlich, was los ist. Ja, Martin kriegt fast einen Nervenzusammenbruch. Die Sonne ist da, jetzt müssen wir fahren. Drin in der Sonne, jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Den Stressfotopunkt haben wir auch gut überstanden. Von dem her kann nicht mehr viel schief gehen. Gebt euch das Panorama. Wahnsinn, oder? Wer sich gefragt hat, wo es für uns hingeht, da durch erstmal. Genau. Und Ziel wäre schon, dass wir einen Gipfel machen. Der ist knapp 3000. Ja. Sicher eine coole Sache. Und schaut von da super einfach aus. Ja. Und auch überhaupt nicht hoch oder so. Na. Jetzt haben wir tierischen Besuch bekommen. Die ist nicht zufrieden damit, dass der Martin schon weg ist. Sie schaut, ob sie das Brat von Vicky nehmen kann. Naja. Und die ist nicht alleine. Die hat Freunde. Nein. Jetzt sind wir bei der Tribulaun-Hütte. Ich schwenk euch eine Runde durch. Für uns ist hier noch nicht Schluss. Aber ausschauen tut es wirklich schon super schön. Wie gesagt, hier geht es dann durch. Vielleicht hier drauf. Und da hinten, davon gibt es schon ein Video. Ja, die nächsten 500 Höhenmeter heißt auf jeden Fall schon mal schieben, tragen. Ihr hört, ich schieb noch, die anderen zwei tragen ich schon. So, bei uns geht es hinauf, zu aufs Joch. Das schaut jetzt nicht so steil aus, aber ihr seht das. Es ist doch noch eine nette Länge rauf. Also da müssen wir. Und das Crazy ist ja, es ist jetzt Mitte August dann und liegt teilweise immer noch massiv Schnee. Gut für den Wasserhaushalt dieses Jahr. Der Lina hat auch schon zapft ganz fleißig da unten. Ja, für alle. Und faszinierend, wie gesagt, dass er so lang geblieben ist, der Schnee, weil das halt dann eigentlich schon untypisch ist, wenn es dann regnet und so, weil es hat einfach bei uns bis an Maiche, wo es nur kalt. Darum noch geschnitten und ja, wir hoffen schon noch im nächsten Jahr, dass das auch wieder mal kommt, weil für die Gletscher ist es gut wert. Für uns auch, wenn wir aber genug zu trinken kriegen. Aber wie gesagt, für die Planung, man muss schon ein bisschen darauf achten, was man heuer tun hat, weil teilweise hat man Schneefelder gehabt und das ist so riskant, die queren. Du musst direkt umdrehen. Wir können die Schneetalscharten auf Süden abfahren, wir können auf Norden abfahren. Und Option Gipfel haben wir halt auch noch. Ist dann ganz praktisch. So, da, der Aufstieg, der zeigt seine Zandl. Da vorne ist die Alina. Hübscher Rampen her, das Ganze. Und wie es halt da der Brauch ist, da drinnen. Wenn man in so eine Rinne reinkommt, hin und zu ist das super, aber auf in den Schoder, es rutscht halt recht krass alles. Und man muss da schon schauen, ein bisschen einen Tritt finden. Panorama, Wahnsinn.
richtig gut. Die Wicke. Da ist diese, ich glaube, schwarze Wand hast du. Vorne ist das Gestrein Jeche, hinten Innsbrucker Hütten auch recht. Also hinten schon ein Stubeischiasser. Krasse Sache. Gacklerin davon. Und dann sieht man mal oben, wie es so ausschaut. Wanderer hat uns schon gefoppt, dass wir da so gut raufkommen. Aber die wissen ja oft nicht, was man sich so aufführt. Erschöpfte Gemüter. Da geht's rauf. Schon angeschrieben. Und ist eigentlich da gar nicht so steil von der Optik, aber es ist so viel los, schon rauf. Brutal. Jetzt steige ich da durch einmal. Das macht euch keinen Begriff, wie wir uns da finden. Schläfst du bei mir? Ja. Ihr seht, das wo die Alina steht, wie steil das da eigentlich ist. Und wo die Wicke da durchgeht, ja. Magst du durchgehen? Wir haben echt keinen Platz. Das Problem ist gar nicht, ja. Das Problem ist gar nicht so, als Sticker, ne. Eher hakel ist das Ganze, dass der schon da so los ist. Und ihr seht da, die Schritte halt einfach mager werden. Also man geht halt einen Schritt und verlieren. Aber wir sind gut weit herum und haben nur noch, ich glaube, 10 Höhenmeter. 10 Höhenmeter. Ich kann schon hoch. Zu erschalten. Erste Scharte haben wir erreicht. So schaut es gerade aus bei uns. Für uns geht es jetzt aber noch hier durch, zeige ich euch gleich. Und ja, genau. Sind wir bereit. Gipfel wollten wir machen, aber wir haben uns doch entschieden, den jetzt nicht machen, weil Durchsteigerei ein Problem ist. Und den Gipfel wollten wir machen. Das ist jetzt die Querung. Da geht es ein bisschen besser. Allerdings ist das Seil dafür so niedrig, dass man sich wieder bemühen muss, überhaupt am Seil zu gehen. Und generell wird es schon ordentlich runtergehen. Also spielen braucht man sich nicht. Ich hoffe, wir haben schon die Hälfte geschafft. Da hinter mir geht es weiter. Man sieht es eh. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich gut jetzt sehen kann. Ist schon noch ein Stückchen. Mal schauen, bisher ging es ganz gut. Aber zum Teil bleibt man halt mit dem Vorderrad so ein bisschen. So schaut es jetzt aus. Hier geht es wirklich krass runter gleich. Ich gönne mir noch eine kurze Pause. Da wäre jetzt natürlich auch die Insta360 cool gewesen. Alles kann man manchmal nicht mitnehmen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe nicht gewusst, dass es so krass wird. Und da hinten kommen auch Martin und Vicky daher. Ja, ist schon wirklich ordentlich, ordentlich, ordentlich. Weil umdrehen am Platz ist dann ja nicht ganz so einfach. Und wir sitzen wirklich mitten am Grat. Das ist ziemlich krass. Hoffen wir mal, dass es da um die Ecke rumgeht. Er ist noch sehr leise. Jetzt wird's spannend. Ja, weit ist nimmer. Aber hier kommt nochmal eine ganz schön beschissene Stelle. Puh. Ich glaube, ich filme manchmal noch schnell die anderen und dann schauen wir, ob wir das nicht zusammen machen sollten. Schaut euch das jetzt an. Das ist jetzt schon nochmal was anderes. Wie gerade vorher habe ich mich sogar noch gespielt. Aber jetzt ist es wirklich krank. Also hier ist für mich nicht mehr an Radtragen zu denken. Früher ging es auch runter, aber das ist jetzt, das Seil ist in unhandlicher Position und man fühlt sich komplett schwebend. Also es ist wir haben schon krass. Ein Seil mit.
Martin schattelt schon das zweite Radl durch. Also da müssen Vicky und ich jetzt so ehrlich sein, das hätten wir alleine nicht geschafft. Das ist echt krass. Also das ist jetzt schon irre. Bravo. Gerade durch die Wand durch, jetzt ist Jausenzeit. Und Martin merkt man, dass der drei Bikes getragen hat. Auch wenn er es natürlich nie zugeben würde. Na, nie. Was gibt's da? Salami. Brot gibt's dort. Apfel und Paris. Bei dir? Ja, bei mir. Und die faule Semmel. Oh yeah! Und los!
Koma nicht mehr gemeint, gell? Edel aus. Schau mal hier. Wow, oder? Schon cool. Jetzt geht's Richtung Auto. Dauert aber noch ein bisschen. Jetzt sitzt man noch am Brenner auf einem Apfelstrudel und einen Latte Macchiato. Hier Bombe. Ist immer super. Heute wären wir fast zu spät dran gewesen, aber sie hat noch 20 Minuten Überzeit für uns gemacht. Sehr nett. Und jetzt haben wir doch noch einen bekommen. Ja. Wahnsinn. Mega gut. Ja, danach geht es dann für uns zum Auto zurück. Und dann wieder ab nach Hause. War geil, oder? Mega. Ja, wir hoffen euch jetzt auch. Guck mal, was jetzt passiert ist. Wir waren zu spät, haben ein bisschen Trinkgeld gegeben, um zu honorieren, dass wir trotzdem noch was bekommen haben und haben jetzt noch das hier gekriegt. Wow. Dankeschön. Und der schmeckt enorm. Sehr gut.